grüßt euch. Heute wollte ich mal etwas komplett anderes machen. Und zwar ist mir durch ein Video, ich bin durch ein Video auf eine Ikone aufmerksam geworden, die in Manopello in Italien in einer Kirche, die heißt Santuario del Volto Santo in Manopello. Genau. Da gibt es ein Bild, das zeigt einen Mann mit langen Haaren und einer ziemlich hohen Stirnglatze. Es ist eigentlich ziemlich asymmetrisch, das Bild, also das ist eigentlich der Grund, weswegen ich zu dieser Theorie gelangt bin. Ja, das Video heißt Unglaublich aber wahr und ist von Nuoriso Productions. Ist es auf YouTube anzugucken. Ich glaube, ich werde unten in der Videobeschreibung dann auch noch einen Link setzen und so und auch zu der Wikipedia-Seite, die ich hier gerade lese. Ja, auf jeden Fall der Schleier von Manopello zeigt eben einen Mann, ich würde sagen Mitte 30, Mitte, Ende 30 sowas, mit langen Haaren und es ist auf Muschelseide gemalt, das Bild. Ja, Muschelseide. Was ist Muschelseide? Ja, Muschelseide ist wie wird der Stoff genannt? Das ist ja das Schöne, man kann ja gleich gucken. Muschelseide, wo steht sie denn? Genau, hier. Also, das wird genannt Byssus, also geschrieben BYSSUS, ist Muschelseide. Das wird aus den feinen Fäden der edlen Steckmuschel. Schauen wir mal, was der lateinische Name von dem Ding ist. Hier, da haben wir es. Also die große oder die edle Steckmuschel, Pinna nobilis. Das ist die größte im Mittelmeer vorkommende Muschelart. Ja, und die hat Haltefäden. Und die sind anscheinend ziemlich strapazierbar und nicht einfärbbar, also auch nicht bemalbar. Dieses Bild steht in einem Doppelglasrahmen. Es ist, wenn das Licht direkt drauf scheint, durchsichtig. Also laut der Beschreibung, ich war leider noch nie in Manopello. Aber das wäre ein Grund, dahin zu gehen, um meine Theorie bestätigt zu sehen. Also das Ding wirkt wie ein Hologramm, das einfach so im Raum schwebt. Und irgendwann im Mittelalter da steht 1638. Ja, auf jeden Fall irgendwann, das steht jetzt leider nicht auf der Wiki-Seite, das hört man nur im Video, ich weiß es nicht auswendig, ich habe es mir echt nicht gemerkt. Aber da wird, also in dem Video wird beschrieben, dass es schon mal der Rahmen ausgetauscht werden sollte. Als man den Rahmen geöffnet hat, ist das Bild einfach verschwunden. Das heißt, das Tuch war einfach weiß. Und erst als man den Rahmen geschlossen hat, war das Bild wieder da. So, liebe Freunde, das Gesicht ist asymmetrisch. Wenn man den Rahmen öffnet, verschwindet das Bild. Wenn man den Rahmen schließt, ist es wieder da. Jetzt sind diese Kapuzinermönche, glaube ich, sind es hier. Oder? Ja, Kapuziner. Also die Kapuzinermönche sind da anscheinend recht abergläubisch und sagen, nö, das wollen wir jetzt nicht nochmal öffnen für irgendwelche wissenschaftlichen Analysen. Schade, liebe Kapuzinermönche, dass ihr das nicht machen wollt, weil es ist höchstwahrscheinlich tatsächlich ein Hologramm. Und zwar kein Hologramm im klassischen Stil mit Licht und so weiter, sondern ich tippe schwer drauf, dass sich da einer wirklich richtig viel Arbeit gemacht hat und in den Rahmen, also innen drin, in dem Rahmen, wo es befestigt ist, da sind die Bilder drin. Also da sind die einzelnen Abschnitte drin, die dann
durch diese kleinen Fasern und das Sonnenlicht durch den Stoff geleitet werden. Also das ist meine Theorie, dass das Bild nicht auf dem Stoff ist, sondern im Rahmen. Und dass sich da einer, das wäre wirklich, also das muss ein genialer Mensch gewesen sein, der erstmal dieses feine Tuch aus Muschelseide, was sehr schwer herzustellen ist, also laut Wikipedia, aber das tippe ich auch schwer drauf, weil das ist anscheinend so ein feiner Faden, das und strapazierfähiger als Seide. Es ist schon heftig. Also ich tippe schwer drauf, dass dieses Ding, dass das Tuch weiß ist oder halt farblos und dass es nur durch die durch das Sonnenlicht aktiviert wird, weil das Bild im Rahmen ist. Und wenn man es öffnet, ist natürlich keine Reflexionsmöglichkeit mehr da und auch keine Farben und nichts, was da durchgeleitet werden kann, verschwindet das Bild. Super Effekt. Genialer Mensch. Müsste man rausfinden, wer das gemacht hat. Ich tippe auf Da Vinci. Ha. Ja. Ja, tippe ich schwer drauf. Gut, schön. Ja, das war meine Theorie zum Schleier oder auch, ja, Schleier von Manopello, wieso dieses Bild so ist. Ja, vielleicht gibt es ja da draußen jemand, der sich mit Lichtleitung auskennt. Also für mich ist das die realistischste Erklärung dafür, wieso dieses Bild auftaucht und verschwindet. Ja, danke fürs Zuhören. Es war mal was anderes. Tschüssikowski. Lass das Blut regnen, nur so werden sie verstehen, dass wer mit dem Feuer spielt, durch das Feuer sterben wird.